Für die Fraktion der CDU hat jetzt die Abgeordnete Müller-Klepper das Wort. Frau Präsidentin, meine sehr geehrten Damen und Herren, die Pflegekräfte in Hessen garantieren mit ihrer Fachlichkeit eine qualifizierte Versorgung. Sie helfen in der Grenzsituation von Hilfsbedürftigkeit, die Würde des Menschen zu wahren, und sie erbringen mit Empathie ihren Dienst am nächsten. Wir sagen von Herzen Danke dafür. Wertschätzung können wir gar nicht genug übermitteln. Wir tun dies besonders heute am Tag der Pflege und weil die Pflegekräfte mit ihrem besonderen Einsatz dafür sorgen, dass bisher die Pandemie bewältigt werden konnte. Das gilt auch gleichermaßen für die pflegenden Angehörigen, den größten Pflegedienst in Hessen. Wir schließen sie ausdrücklich in unseren Dank und in die Anerkennung ein. Die professionellen Kräfte und sie tragen unsere Pflegelandschaft, und das ist eine großartige humanitäre Leistung. Meine Damen und Herren, die Lage ist herausfordernd. Das ist in allen Redebeiträgen bereits zum Ausdruck gekommen. Mit der steigenden Zahl Älterer steigt die Zahl der Pflegebedürftigen. Wir brauchen große Anstrengungen, um die Versorgung künftig zu sichern. Und deshalb ist die Pflege für uns ein Handlungsfeld mit hoher Priorität, ein Zukunftsthema. Die Landesregierung ist in vielen Bereichen aktiv. Kollegin Brünnel hat eben Beispiele genannt. Es passiert bereits ganz viel. Einig sind wir uns. Pflege braucht Kräfte. Wir brauchen mehr Fachkräfte, aber auch mehr Hilfskräfte, wie das Gutachten zur Bemessung von Personalbedarfen in der Pflege des Bundes zeigt. Wir haben Engpässe, weil die Pflegebedarfe deutlich steigen, und es wird sich verschärfen, weil viele Kräfte künftig altersbedingt ausscheiden werden. Der Pflegemonitor weist aus, dass wir bis 2030 28% mehr Personal benötigen. Mit ihm haben wir ein bundesweit einmaliges Steuerungsinstrument geschaffen, das verlässliche aktuelle prognostische Informationen liefert. Um mehr Menschen für den Pflegeberuf zu gewinnen, setzen wir auf einen Strategiemix aus Bildung, Arbeitsmarktpolitik und Internationalisierung. Und wir haben, auch wenn hier das Gegenteil behauptet worden ist, die Zahlen sprechen eine andere Sprache, die Zahl der Ausbildungsplätze in den letzten zwei Jahrzehnten kontinuierlich gesteigert. Und der Pflegemonitor dokumentiert die Wirkung. Die Zahl der Beschäftigten in der Pflege in Hessen nimmt stetig zu, ebenso die der Einrichtungen. Wir haben in den letzten 10 Jahren die Mittel für die Pflegeausbildung von 16,1 Millionen auf den aktuellen Rekordwert von 78,85 Millionen Euro gesteigert. Allein in den letzten beiden Jahren gab es ein Plus von 35,1 Millionen Euro. Meine Damen und Herren, das ist eine Bilanz, die sich sehen lassen kann. Und ein Hinweis an die AfD. In Hessen gibt es die Schulgeldfreiheit seit Anfang der 2000er Jahre. Die anderen Bundesländer sind erst vor Kurzem über das Pflegeberufegesetz von Bundesminister Spahn zu dieser Schulgeldfreiheit verpflichtet worden. Wir sind hier freiwillig vorangegangen über viele Jahre. Und es geht weiter voran. Frau Staatssekretärin Jans hat in der letzten SIA-Sitzung es geschildert, unterstützt von Frau Bentin, die Einführung der generalistischen Ausbildung in Hessen ist gelungen, trotz Corona. Die Pandemie hat in den dualen Berufen überall zu einem massiven Rückgang bei den Ausbildungsplätzen geführt, nicht so in der Pflege. Das gilt bundesweit, und das gilt für unser Bundesland. Die Bundesministerin Paus hat es heute treffend gesagt in einer Kurzzwischenbilanz: Das Interesse am Zukunftsberuf Pflege ist so groß wie nie. Wir haben einen Ausbildungspakt mit den Akteuren der Pflege geschlossen zum weiteren Ausbau der
Ausbildungskapazitäten und wir haben die Grundlagen dafür geschaffen. Mit dem Pflegeausbildungsfonds für die Finanzierung, ebenso mit dem Pflegeschulenfinanzierungsgesetz, mit dem Altenpflegehilfegesetz und demnächst kommt das Krankenpflegehilfegesetz. Und so sichern wir im neuen System die Helferausbildung und ihre Durchlässigkeit zur Fachkraftausbildung und wir streben ihre generalistische Weiterentwicklung zu einem neuen Berufsprofil der Pflegeassistenz an. Mehr Pflegepersonal, das ist auch das Ziel unserer Arbeitsprogramme. Silvia Brünnel hat bereits das gute Beispiel Pflege integriert für die Zielgruppe der Geflüchteten erwähnt. Es ist ein Erfolgsmodell. Solche Initiativen müssen wir gemeinsam mit den Jobcentern und der BA weiter ausbauen. Das neue Pflegequalifizierungszentrum ist ein Meilenstein, um die Anerkennung ausländischer Abschlüsse zu erleichtern. Es begleitet den Anwerbe-, Anerkennungs- und Integrationsprozess. Aber, meine Damen und Herren, alle Bemühungen werden nur greifen, wenn die Tätigkeit in der Pflege attraktiver wird. Durch eine bessere Entlohnung, eine bessere Personalausstattung, bessere Arbeitszeitmodelle und berufliche Entwicklungsmöglichkeiten. Dann lässt sich auch das große Potenzial der stillen Reserve bei Aussteigern oder Teilzeitkräften erschließen. Die Stellschrauben liegen hier beim Bund und in der vergangenen Legislatur ist mit der konzertierten Aktion Pflege viel vorangebracht worden. Mit der Einführung von Mindestlöhnen in der Pflege, der Tariflohnpflicht, der Übertragung ärztlicher Aufgaben, den Pflegepersonalbemessungsverfahren und zusätzlichen Stellen im Sofortprogramm Pflege. Und hier muss der Bund weiter liefern und in der Koalitionsvereinbarung sind ja auch die entsprechenden Absichten bekundet. Sie müssen nun in die Tat umgesetzt werden. Meine Damen und Herren, ambulant vor stationär, das wird in Hessen gelebt. Immer mehr Pflegebedürftige werden zu Hause versorgt. Vor 10 Jahren waren es 75%, heute sind es 82%. Damit das so bleibt, braucht es noch mehr Unterstützung und Entlastung. Und alle politischen Ebenen müssen die häusliche Pflege stärker in den Fokus nehmen, denn sie hat keine laute Stimme. Es braucht, es ist schon genannt worden hier, mehr Information und Transparenz über Leistungen und Qualifizierungsangebote für die Angehörigen. Es braucht aber auch mehr finanzielle Unterstützung und deren Zusammenführung in einem Entlastungsbudget, das flexibel genutzt werden kann. Tages-Kurzzeitpflege müssen ausgebaut werden, ambulante Wohngemeinschaften. Es braucht mehr haushaltsnahe Dienstleistungen und Betreuung. Und letzterem haben wir mit der Novellierung der Pflegeunterstützungsverordnung Rechnung getragen. Die Landesregierung hat sich erfolgreich für eine wirtschaftlich tragfähige Vergütung der Kurzzeitpflege und die Anhebung des Leistungsbetrags für die Pflegebedürftigen auf der Bundesebene eingesetzt. Wir bauen das Bündnis für pflegefreundliche Arbeitswelt aus. Der Charta zur Vereinbarkeit von Beruf und Pflege sind mittlerweile schon 281 hessische Unternehmen beigetreten. Silvia Brünnel hat es erwähnt. Wir sind dabei, die Pflegestützpunkte weiterzuentwickeln. Hessen war eines der ersten Bundesländer, das in jedem Landkreis, in jeder kreisfreien Stadt einen Pflegestützpunkt aufgebaut hat. Nun gilt es, die Weiterentwicklung zum individuellen Case Management vorzunehmen. Eine kontinuierliche Begleitung der Pflegebedürftigen und ihrer Familien in allen Phasen der Pflege, auch aufsuchend. Und darüber hinaus soll der Pflegestützpunkt Lotse sein, der die Akteure im Pflege- und Gesundheitswesen in einem Netzwerk verbindet. 3 Kreise, auch mein Heimatkreis, wo wir das Kompetenzzentrum Pflege eingerichtet haben, gehen hier finanziell unterstützt vom Land voran. Ist das Modellprojekt erfolgreich, soll es ausgerollt werden. Wir brauchen neue Formen der Hilfe. Der angekündigte Pflegebericht wird Handlungsempfehlungen und Modelle für die Weiterentwicklung der Pflegelandschaft aufzeigen. Eine besondere Aufgabe ist die Versorgung der steigenden Zahl Demenzerkrankter. Derzeit erarbeitet das Ministerium ein Demenzkonzept, wie lebensweltbezogene Strukturen für die Betroffenen geschaffen werden können. Und es ist bereits erwähnt worden, auch hier muss ein Schwerpunkt noch verstärkt gesetzt werden. Um Pflegebedürftigkeit vorzubeugen, muss präventiv noch mehr gearbeitet werden. Das Modell der Gemeindeschwester, des Gemeindepflegers ist hier ein wirksamer Ansatz, der ausgebaut werden muss. Und das Gleiche gilt für die Rehabilitation. Im Antrag der LINKEN habe ich 2 wichtige Felder nicht gefunden.
Herr Kollege Promny hat das eine schon angesprochen, die Digitalisierung. Deren Chancen müssen wir nutzen. Digitale Hilfsmittel können unterstützen, die Versorgung zu sichern und sie zu verbessern und auch die Arbeitsbedingungen der Beschäftigten. Und wir fördern E-Health-Projekte mit 8,3 Millionen Euro aus dem Sozialetat. Und zudem gibt es eine eigene Förderlinie im Distral-Programm des Digitalministeriums mit 40 Millionen Euro. Also es wird Geld für diesen Ansatz zur Verfügung gestellt. Unerwähnt ist auch das ehrenamtliche Engagement, das uns auch sehr wichtig ist. Von der Nachbarschaftshilfe über die Pflegebegleiter bis hin zu speziell ausgebildeten Demenzbetreuern reicht die Palette. Und es verdient Unterstützung, wenn Bürgerinnen und Bürger ihre Freizeit, ihre Kraft opfern, ihre Zeit ohne große Worte freiwillig hier helfen. Denn das schafft eine ganz besondere Qualität, weil dadurch den Pflegebedürftigen weiter Kontakte und Teilhabe ermöglicht wird. Wie gesagt, wir unterstützen das und wollen diesen Ansatz weiter ausbauen. Sie sehen, wie auch meine Kollegin Silvia Brunnel bereits ausgeführt hat, es ist viel getan worden, es gibt noch viel zu tun, um die Pflege in Hessen zukunftssicher zu machen. Wir arbeiten weiter mit Nachdruck daran. Ich danke für die Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Abgeordnete Müller-Klepper. Für die Fraktion der SPD hat jetzt die Abgeordnete Dr. Sommer das Wort. Ja, also da kommt noch eine Kurzintervention. Entschuldigung, Frau Dr. Sommer, von Herrn Enners. 2 Minuten, bitte. Frau Müller-Klepper, ja, 1.8.20 wird das Schulgeld bezahlt, aber wie man es auf der Seite des Landes Hessens nachlesen kann, sind die Pflegeberufe nicht dran. Es sind die Logopäden, es sind die medizinischen Bademeister, es sind die Diätassistenten, es sind alle möglichen Berufe drin, aber die Pflegeberufe sind explizit nicht aufgeführt. Ich habe es gerade noch mal nachgeschaut. Es ist einfach so. Danke. Danke. Frau Müller-Klepper, wollen Sie erwidern? Mag sein, dass dies im Internet im Moment nicht zu finden ist. Ich war aber lange Jahre im Sozialministerium tätig als Pressesprecherin und Staatssekretärin. Und ich weiß und ich war dabei, wie die schwarz-gelbe Landesregierung die Schulgeldfreiheit eingeführt hat. Und sie ist nie abgeschafft worden. Sie ist nur für die anderen Bundesländer erst mit dem Pflegeberufegesetz von Jens Spahn verbindlich vorgeschrieben worden. Und ich denke, die Staatssekretärin wird in ihrem Redebeitrag da auch nur kurz drauf eingehen. Vielen Dank. Jetzt aber Frau Dr. Sommer. Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, die Arbeit von Pflegekräften muss mehr Wertschätzung und Anerkennung erfahren. Den Pflegekräften gilt ein herzliches Dankeschön, und zwar nicht nur heute am Tag der Pflege. Diese Anerkennung muss sich in der besseren Bezahlung, in besseren Arbeitsbedingungen niederschlagen. Und es braucht Personalmindeststandards, damit wieder mehr Zeit für Pflege insgesamt zur Verfügung steht. Wir wollen alle gesund alt werden. Und wenn wir das ernst nehmen und auch die WHO-Definition von Gesundheit, dann brauchen wir die Sicherstellung der pflegerischen Versorgung. Wir brauchen eine ausreichende Anzahl an Pflegekräften, mehr Ausbildung, eine bessere monetäre Anerkennung, bedarfsgerechte Angebote von der Prävention bis zur Rehabilitation. Hier hat die Landesregierung erheblichen Nachholbedarf, motivierter zu agieren und zu steuern, um von Beginn an niemanden allein zu lassen, ein gesundes Aufwachsen, ein gesundes Leben und ein gesundes Altern zu fördern. In der Pandemie haben alle geklatscht, meine Damen und Herren.
Aber Klatschen reicht nicht aus. Wie geht es der Pflege, und was kommt auf sie zu? Das ist keine neue Frage. Damit beschäftigen wir uns seit Jahrzehnten. Doch durch die Pandemie ist in der Öffentlichkeit klar geworden, welche Brisanz und welche Defizite es gibt. Wir haben kein Erkenntnisproblem, sondern ein Umsetzungsproblem, meine Damen und Herren. Anhaltende personelle Unterbesetzung, übergroße Verantwortung bei allzu gering empfundener Bezahlung, rausholen und ausspringen aus dem Frei, Überstunden bis zum Umfallen, Urlaubsverschiebung, keine Aus- und Weiterbildung, weil die Zeit fehlt. Und ich habe es hier schon einmal gesagt, manchmal fehlt auch die Zeit, um sich um die Bedürfnisse der Anvertrauten zu kümmern. Das darf nicht sein. Deswegen sage ich noch einmal, beklatschen reicht nicht aus. Es geht um Rahmenbedingungen, um Ausbildung, um jene, die das System bereits verlassen haben, schlafende Ressourcen, die wir aber so nötig brauchen. Im letzten Jahr machten zum Internationalen Tag der Pflege viele Pflegekräfte unter dem Motto „Mehr von uns ist besser für alle“ aufmerksam und forderten neben Anerkennung, Wertschätzung, Honorierung ihrer Arbeit verbindliche Anwendung von Pflegepersonalregelungen bzw. Pflegepersonalmindeststandards, um am Bett der Pflege besser gerecht werden zu können. Denn Beschäftigte im Pflegebereich versorgen immer mehr und immer schwerere Fälle mit dem gleichen oder sogar weniger Personal. Ich hätte mir so sehr gewünscht, wenn politische Entscheidungsträger und Gesellschaft nach der Pandemie nicht wieder schnell vergessen hätten, dass gerade die Pflege die Krise so hervorragend gemeistert haben und dass wir die Unterstützung von Pflegekräften dauerhaft als Bestandteil unserer Gesellschaft hätten. Klatschen eben reicht nicht aus. Für grundlegende Veränderungen ist die Politik, also wir, sind die Entscheidungsträger gefragt. Wir brauchen Personalmindeststandards. Und wenn ich Ihre Forderungen höre, Frau Müller-Klepper, denke ich, ja, schön, das sind auch unsere, aber Sie könnten ja was tun. Deswegen werden wir erneut unseren Gesetzentwurf für Personalmindeststandards einbringen. Da bin ich sehr gespannt, ob Sie ihn wieder erneut ablehnen, meine Damen und Herren. Die Verantwortung auf andere zu schieben, ist schäbig und wird der Verpflichtung einer Landesregierung nicht gerecht. Und ich möchte daran erinnern, bei einem Setzpunkt 2017 habe ich schon einmal über eine Pflegerin berichtet. An sie möchte ich erinnern. Sie erzählt nämlich, wenn sie über Pflege berichtet, dass sie immer ein O erfährt, aber ein bedauerndes, betroffenes O, verbunden mit der Frage, wie konntest du denn überhaupt in der Pflege landen? Doch sie kann sich keinen schöneren Beruf als die Pflege vorstellen, auch wenn der Beruf anstrengend ist. Und das vor allem, weil die Menschen im System fehlen, sich für eine andere Arbeit entscheiden, weil sie ein falsches Bild von ihr haben. Je weniger Pfleger, desto schlechter die Arbeitsbedingungen. Je schlechter die Arbeitsbedingungen, desto weniger Pfleger, weil niemand dort arbeiten möchte. Ein Teufelskreis. Sie will kein Mitleid für ihren Beruf. Sie will für ihren Beruf begeistern. Für sie ist es der schönste Beruf der Welt. Und dieser schönste Beruf der Welt, meine Damen und Herren, und da kann ich mich nur wiederholen, der braucht die Gewinnung und Rückgewinnung von Arbeitskräften, hier auch flankierend durch eine bessere Anerkennung ausländischer Berufsabschlüsse und bessere Rahmenbedingungen. Davon haben wir hier schon viel gehört. Die Pflege hat eine gesicherte Zukunft. Die Lebenserwartung steigt. Immer mehr ältere Menschen brauchen Hilfe. Und ich sage es noch einmal, wir brauchen die Erhöhung der Attraktivität, bessere Rahmenbedingungen, ein Konzept der integrierten Versorgung, mehr Personal und ein Konzept zur Bindung im Gesundheitssystem. Ich möchte aber auch noch einmal neben der professionellen Hilfe auf die Pflege in Häuslichkeit eingehen. 81,6% werden zu Hause gepflegt. Das sind in Hessen 253.378 Menschen, und davon gut zwei Drittel von den Angehörigen. Deswegen auch an Sie ein herzliches Dankeschön.
Aber auch die können sich von einem Dankeschön oder von einer Pflegemedaille nichts kaufen. Pflegende Angehörige in Hessen fühlen sich alleingelassen. Sie fühlen sich belastet, psychisch und physisch, und wünschen sich mehr Beratung und eine engere Begleitung im Alltag. Das zeigt nicht zuletzt die Umfrage des VDKs aus dem letzten Jahr. Auch pflegende Angehörige müssen endlich ausreichend unterstützt und entlastet werden. Aber es gibt zu wenig Einrichtungen, zu wenig professionelle Dienste oder Angebote. Viele erhalten auf eine Anfrage eine Absage, weil die Plätze nicht zur Verfügung stehen. Es braucht, um der Prämisse ambulant vor stationär gerecht werden zu können, genug Plätze in der Tages-, Nacht-, Verhinderungspflege sowie mehr Pflege- und Unterstützungsleistung. Aber es braucht auch ein Mehr an Beratung, vor allen Dingen an einem Case-Management, damit die Menschen gut durch diesen Pflege- und Gesundheitsdschungel kommen und damit man schnell Überlastungen registriert und Hilfe organisieren kann. Was wir brauchen, sind aber weniger leere Versprechungen dieser Landesregierung. Ich möchte daran erinnern, dass der Arbeitskreis Soziales der CDU das Pflegehotel Willingen im letzten Jahr oder vorletzten Jahr besucht hat und dann in der Zeitung verlautbart hat, dass es so wichtig ist, die Anzahl der Kurzzeitpflegeplätze zu erhöhen, weil die im Moment dem Bedarf nicht entsprechen. So war es jedenfalls in der Presse zu lesen. Trotzdem verweigert Schwarz-Grün, dafür Sorge zu tragen, dass mehr Kurzzeitpflegebetten von Pflegeakteuren zur Verfügung gestellt werden. Zwei entsprechende Anträge der SPD haben Sie, die begeisterten Besucher der CDU im Hessischen Landtag, abgelehnt. Von der Erkenntnis, es brauche mehr spezielle Einrichtungen und Plätze für Kurzzeitpflege, ist bei Ihnen scheinbar nichts übrig geblieben. Schwarz-Grün hält stattdessen an der Blockadehaltung fest und lehnt es ab, Kurzzeitpflegeplätze zu schaffen und zu fördern. Wir brauchen keine wohlfeilen Worte, keine leeren Worthülsen, sondern Taten, die bei den Menschen, die Hilfen benötigen, ankommen. Und ich möchte noch einmal sagen, angesichts des Bedarfs ist das echt dramatisch, dass Sie dem Bedarf nicht gerecht werden. Manchmal kommt dann jede Hilfe zu spät, und die Situation verschlimmert oder verschärft sich. Und die Menschen fühlen sich ohnmächtig und fühlen sich alleine gelassen. Verlassen Sie Ihre Blockadehaltung und sorgen Sie dafür, dass sich Menschen eben nicht länger allein gelassen fühlen. Das sollte doch unser gemeinsames Ziel sein. Genauso wie endlich für bessere Arbeitsbedingungen in der Pflege zu sorgen, um wieder mehr Menschen für diesen Beruf zu begeistern. Hier ist viel Handlungsbedarf. Und es ist schon lange, so lange, 11:55, verlieren Sie nicht noch mehr Zeit. Und ich möchte auch noch einmal sagen, Frau Prümmel, es ist ja schön, dass Sie viele Projektchen machen, aber das ist ja nicht von Dauer, das ist auch nicht flächendeckend. Wir brauchen eine gute Regelversorgung, meine Damen und Herren. Ich komme zum Schluss. Pflegende haben mehr verdient. Respekt, Dank, Anerkennung und eine Wertschätzung, die eben nicht beim Klatschen ändert, sondern die Anstrengung und die wichtige Aufgabe in der professionellen und auch in der häuslichen Pflege entsprechend honoriert. Und deswegen noch einmal ein Dankeschön am Tag der Pflege. Aber dieses Dankeschön reicht eben nicht aus. Herzlichen Dank. Vielen Dank, Frau Abg. Dr. Sommer. Für die Landesregierung hat jetzt Staatssekretärin Jans das Wort. Dankeschön. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Abgeordnete, danke, dass ich hier heute sprechen darf. Vertretung für Kai Klose am Internationalen Tag der Pflegenden. Und auch ich möchte mit einem Dank beginnen für all die Menschen, die sich, sei es in der häuslichen Pflege oder in den Institutionen und auch in den ambulanten Einrichtungen, engagiert und professionell, in jedem Fall aber mit sehr viel Herzblut, um die Versorgung pflegebedürftiger Personen in Hessen kümmern. Ihnen allen gilt mein Dank, unser Dank
Und ich denke, das ist gut, dies am Anfang zu sagen. Durch diesen engagierten Einsatz helfen Sie Menschen, die auf Unterstützung angewiesen sind, um ein selbstbestimmtes Leben im Alter oder bei Pflegebedürftigkeit führen zu können. Meine Damen und Herren, es ist doch unbestritten. Die Pflege ist eines der zentralen Themen nicht nur der kommenden Jahre, sondern auch der Gegenwart. Es löst viele Ängste aus, aber es wird auch eine Menge gemacht. Es ist sehr bewusst, uns sehr bewusst, dass es viele und vor allen Dingen komplexe Fragestellungen gibt, die es noch zu bearbeiten gilt, die aber auch bearbeitet werden. Und wenn ich sage uns, dann meine ich alle Akteurinnen und Akteure, die hier Verantwortung tragen. Dazu zählt neben dem Land, also uns, der Bund und die Kommunen, auch die Leistungserbringenden mit ihren Dachverbänden, auch die ehrenamtlichen Unterstützungsstrukturen wollen eingebunden sein. Unsere Aufgabe ist es, die Rahmenbedingungen zu schaffen, dass eine selbstbestimmte Lebensführung auch bei Pflegebedürftigkeit möglich ist. Und daran arbeiten wir hart, und ich weiß, dass Sie sich auch darum kümmern. Insbesondere die Bewältigung der Pandemie, die im Übrigen noch nicht vorbei ist, hat uns gezeigt, wie wichtig es ist, unterschiedliche Perspektiven einzunehmen und sich auf ein Ziel auszurichten. Wir konnten diese Herausforderung bisher gut meistern, weil wir mit einem ständigen Austausch, gerade im Bereich der Pflege- und Eingliederungshilfe, mit allen Akteurinnen und Akteuren waren und auch noch sind. Diese verlässlichen Kommunikationsstrukturen und die Transparenz, die damit geschaffen wurde, wird von allen Beteiligten hoch geschätzt. Wir finden gemeinsam gute Lösungen bis hin zur Finanzierung. Dass wir hier auch die Strukturen der Eingliederungshilfe mit einbezogen haben, unterstreicht noch einmal, wie wichtig uns im Hessischen Sozialministerium ein kooperatives Vorgehen ist. Meine Damen und Herren, wir haben dort nachgebessert, wo die Regelungen des Bundes bisher noch nicht ausreichend und im Moment wird ja auf dieser Ebene ganz viel sozusagen gearbeitet. Wir haben die Refinanzierung der fehlenden Einnahmen bei den Investitionskosten der teilstationären Einrichtungen durch ein Sonderprogramm im Rahmen der Corona-Hilfen, im Rahmen der Corona-Soforthilfen aufgefangen und bereits ab Oktober 2020 insgesamt 2,1 Millionen Euro hierfür bereitgestellt. Im Ergebnis wurden 1,3 Millionen Euro für Tagespflegeeinrichtungen und rund 50.000 Euro für Kurzzeitpflegeeinrichtungen bewilligt. Auch dieses hat die enge Einbeziehung der Betroffenen in die notwendigen Entscheidungen noch einmal deutlich gemacht. Und deswegen ist es für mich beispielgebend, auch für die Aufgaben, die vor uns stehen. Wir sind mitten in der Arbeit dieses facettenreichen Themas Pflege. Die Landesregierung hat in dieser Legislaturperiode unter anderem einen Pflegeentlastungsfonds, 3,2 Millionen Euro schwer insgesamt, eingerichtet. Mein Haus bringt zurzeit eine Studie auf den Weg, mit der wir eine Übersicht über die konkreten Bedarfslagen und Angebotsstrukturen pflegerischer Versorgung in den einzelnen hessischen Regionen erhalten. Auch hier ist die Einbindung der Akteure vor Ort eine unabdingbare Voraussetzung, um passgenau zu bleiben. Auf der Grundlage dieses hessischen Pflegeberichts werden wir dann in enger Abstimmung mit den Kommunen gezielt unsere Förderpolitik in den nächsten Jahren ausrichten. Zudem, und auch das sage ich hier, haben wir jetzt schon Handlungsempfehlungen zur kommunalen Altenhilfeplanung entwickelt, die von den Städten und Gemeinden sehr gut angenommen werden. Gleichzeitig schaffen wir mit der Durchführung und Förderung verschiedener Maßnahmen ein ganzes Portfolio möglicher Bausteine für die Kommunen. Sie können diese nämlich genau nach ihren Bedarfssituationen und Lagen einsetzen. Dabei geht es unter anderem um Verbesserung der häuslichen Versorgung durch gezieltes Case-Management in der Begleitung Pflegebedürftiger und der stärkeren Vernetzung von Pflegestützpunkten. In anderen Programmen geht es um die Verbesserung der palliativen Versorgung. Es geht um die Unterstützung der Wohnraumanpassung, das auch ressortübergreifend. Die Steigerung der Medienkompetenz älterer Menschen haben wir im Blick, zum Beispiel auch, indem man Informationen über altersgerechte Assistenzsysteme sozusagen in die Regionen bringt. Das sind kleine und große Maßnahmen, die insgesamt aber eine gute Versorgung sicherstellen können und sollen. Und ich könnte diese Liste noch lange fortsetzen. Sie kennen sie aber auch, weil wir durch viele Anfragen, die wir auch eben Sie ja beantwortet haben, darüber Bescheid wissen. Meine Damen und Herren, neben der Entlastung von Angehörigen gilt unser Augenmerk schon seit Langem auf der Sicherstellung professioneller Pflege. Hessen beteiligt sich mit rund 9% an den Gesamtkosten der neuen Pflegeausbildung. Auch das ist ja schon angeklungen. Das Land unterstützt darüber hinaus die konzertierte Aktion Pflege und die damit verbundene Ausbildungsoffensive in den Pflegeberufen.
Sie hat zur Umsetzung der Ausbildungsoffensive mit den hessischen Ausbildungspartnern den Ausbildungspakt zur Umsetzung der generalistischen Ausbildung geschlossen, um eine möglichst wohnortnahe Versorgung mit Ausbildungsplätzen abzusichern. Und auch der Engpass bei den Lehrkräften, den es ja gibt, der Pflegeschulen, ist im Blick. Mit neuen Studienangeboten der Hochschule Fulda und in Frankfurt wurde das Angebot an Studienplätzen erhöht. Darüber hinaus hat das Land Hessen die Möglichkeiten der Nachqualifizierung oder Anpassungsqualifizierung für Quereinsteigende artverwandter Studienabschlüsse geschaffen. Es gibt eine Vielzahl von Maßnahmen. Ich nenne nur noch ein paar. Den Hessischen Pflegemonitor, den Hessischen Gesundheitspakt 3.0, das Förderangebot Sozialwirtschaft integriert, den Fachkräftecampus und das Pflegequalifizierungszentrum Hessen, in dem wir Arbeitgeberinnen und Arbeitgeber bei ihrer zentralen Aufgabe, qualifiziertes Personal auch im Beruf zu halten, unterstützen. All diese Punkte sind ja angesprochen worden. Sie kennen sie. Und jedes Einzelne wäre wert, hier noch einmal diskutiert zu werden. Aber durch einen eigenen Schwerpunkt im neuen Bündnis Fachkräftesicherung Hessen erfährt der Bereich Pflege und Gesundheit zusätzliche Unterstützung. Und, das sage ich jetzt, ein wesentlicher Beitrag zur Steigerung der Attraktivität der Pflegeausbildung war und ist es die Schulgeldfreiheit und der Erhalt einer angemessenen Ausbildungsvergütung. Beides bestand für die Altenpflegeausbildung in Hessen bereits seit 1997, Schulgeldfreiheit in Hessen und auch die anderen Gesundheitsfachberufe, die nachgezogen haben, haben wir ab 01.08.2020 eingeführt. Das ist die Liste, die Sie eben benannt haben. Und dieses gilt, dieses Gesetz haben Sie, meine Damen und Herren, beschlossen. Lassen Sie mich jetzt nicht auf den Punkt der Krankenhäuser kommen. Wir haben eine Pauschalförderung im Bereich der Krankenförderung eingezogen, dieses Jahr erstmalig 300 Millionen Euro im Haushalt. Und zusätzlich, und auch das war ja angesprochen im Antrag der LINKEN, stellen wir gemeinsam mit dem Bund Fördermittel für die Digitalisierung unserer Krankenhäuser zur Verfügung. Für die hessischen Krankenhäuser stehen hier insgesamt 245 Millionen Euro aus dem Krankenhauszukunftsfonds bereit. Es sind bereits 200 Fördermaßnahmen bewilligt worden. Und ein wesentlicher Anteil entfällt hier auf Digitalisierungsvorhaben zur Entlastung der Pflegekräfte in den Krankenhäusern. Meine Damen und Herren, Sie sehen, viele der Forderungen des vorliegenden Antrags befinden sich längst in der Umsetzung bzw. sind aufgegriffen. Aber wir sind natürlich nicht am Ende. Das Thema Pflege bedarf weiterhin unserer aller Anstrengungen. Eine menschenwürdige Pflege ist auch in Zukunft sicherzustellen. Das ist unser aller Auftrag. Wir stellen uns dieser Herausforderung gemeinsam mit allen Akteurinnen und Akteuren gerne und im Interesse der Menschen, auch der pflegenden Angehörigen, die wir hier an dieser Stelle noch einmal herzlich grüßen. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit. Vielen Dank, Frau Staatssekretärin Jans. Mir liegen keine weiteren Wortmeldungen mehr vor. Dann können wir den Antrag der Fraktion DIE LINKE mit der Drucksache 20-8397 zur weiteren Beratung in den SIA überweisen. Ich sehe keinen Widerspruch, dann machen wir das so.